Das ist ja der Weihnachtsmann! Oh, 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 meine kleinen Freunde. Ich habe heute ein paar Geschenke für euch. Dieser Sack ist ja riesengroß, Weihnachtsmann. Dankeschön. Ey, ich bin jetzt Mexikaner. Hola! Ich habe ein paar Geschenke für euch mitgebracht, meine Damen und Herren. Willst du mal reinschauen? Bitte einen ganzen Sack voller Geschenke? Ich habe ein... Aerosol! Oh mein Gott, ist das etwa ein Aerosol-Plüschkopf? Das war der mexikanische Weihnachtsmann, der heute hier in Deutschland vorbeigesehen hat. Und der hat mir einen Aerosol-Plüschkopf mitgebracht. Dankeschön, Weihnachtsmann. Kein ich werde ihn lieben. Guck mal, sieht es so aus, als ob ich so den Kopf habe von ihm? Hallo, Leute. Nein. Und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge. Let's okay. go, let's go. Es geht aber um was anderes. Und zwar beginnt jetzt nämlich der neue Fotocontest. Und jeder kann mit seinen Plüschtieren ganz große Gewinne abräumen. Das Ganze funktioniert so. Nehmt euch ein Aerosol-Plüschtier, was ihr zu Hause liegen habt, und macht ein cooles, kreatives Foto. Wie zum Beispiel hier oben, wie wir Dr. Auge auf unserer Tanne oben platziert haben, mit einer Weihnachtsmütze drauf. Aber ihr könnt euch natürlich mehr Mühe geben und ein Foto einschicken. Und zwar an diese E-Mail-Adresse. Alle Informationen sind nochmal unter shop.aerosol.de nochmal ganz genau detailliert geschrieben. Deswegen, falls ihr mitmachen wollt, habt ihr tatsächlich die Chance noch zu gewinnen. Und zwar... eine Nintendo Switch für den ersten Platz. Und zwar die Pro-Version. Und der zweite und dritte Platz bekommen ebenfalls eine Nintendo Switch. Aber die normale Version. Deswegen, Leute... Oh nein! Also eigentlich sind alle drei Preise richtig cool. Und wir werden uns natürlich alle Bilder ansehen. Gebt euch Mühe, macht sehr kreative Sachen. Und das, was uns am meisten auch zum Lachen bringt, wie zum Beispiel das da, gewinnt. Deswegen, Leute, viel Glück euch. Frohe Weihnachten. Und jetzt aber... Aber geht's an die Geschenke. Let's go! Aber Moment mal, Roman. Da ist ja gar kein Geschenk unter den Baum, sondern nur eine Schale mit... Challenges! Nein, keine Challenges. Also, das wäre jetzt zu krass. Hier sind einfach so ein paar Zettelchen drin. Okay. Komm, mach. Soll ich mal einen aufmachen? Ja. Mit diesem Ding kannst du fliegen oder auch nicht. Wo ist eigentlich dein Hut? Mein Hut? Ah, den hat Dr. Auge. Den muss ich mir noch anziehen. Ja. Da fliegt gleich was. Okay, ich sehe schon. Wow! Let's go! Mein erstes Geschenk. Heute wird richtig Weihnachten gefeiert. Ja, ja, ja. Was haben wir denn da? Ein Power Launcher Rocket. Oh! Oh mein Gott, das muss man ja richtig zusammenbauen. Oh, da ist ja ein Riesenschlauch dabei. Alter, sind da viele Raketen dabei. Easy, easy. Das sieht aus wie so eine Flasche, weißt du, so zum... Aliens! Warte, beweg mal. Ah, es ist ein schlimmes Geräusch. Ich finde es auch schlimm. Guck mal, dann steckt man das hier so rein und dann kann man schießen. Ja, Mann, ich glaube, das ist es. Okay, drück mal drauf. Wow! Alter, Alter! Das fliegt ja richtig weit. Mega. Schieß mal gegen die Leute. Ja, Mann. Alter, Slow Motion. Lass mal mit Slow Motion machen. Ich schieß mal da in die Kamera. Let's go! Woo. Alter, die sind voll krass. Alter, die fliegen richtig. Oh, Alter, der ging direkt in die Mitte. So. Oh, Junge. 3, 2, 1, Abschuss! Oh, Alter, die fliegen richtig weit. Warte. Abschuss! Oh, man kann schon richtig weit mit denen schießen. Schieß mal. 3, 2, 1, Abschuss! Oh. Das ist echt ein cooles Geschenk. Das kriegt von mir 10 Punkte. Woo! Da kommt Dr. Auge wieder zurück. Oh, da fliegt er. Alter, ist das hier eine Artillerie. Goodie, viel auch. Spaß beim Ziehen. Zieh dir ein Geschenk. Guzmit Edner Giet Sit Hut. Okay. Du hörst doch richtig gerne Musik. Oh yeah. Ich glaube, da kommt schon das passende Geschenk für dich. Da musst du aufpassen. Bitteschön. Oh, jawohl. Uiuiui, da kann man aber richtig stolz drauf sein. Alter, was ist das denn? Das TV? Ist einfach ein Ey, ist das ein Mikrofon? Ja, ist das ein Wireless-Mikrofon? Ich wollte schon immer meine Sängerkarriere starten. Das ist einfach rosa. Oh, sehr nice. Sing rein in das Mikrofon. Wie geht es an? Ah, da. Okay. Hallo. Oh mein Gott. Du... Hallo. Oh mein Gott. Hall. Do you believe that I'm alive? Alter, ist ja voll das Echo. Ja, mega. Do you believe that I'm alive? Fish Gang. Fish Gang. Okay. Wir sind die Fish Gang. Machen, was wir wollen. Also Remix. Noch eine Runde.
es geht los. Okay, let's go. Ah! Und meine Damen und Herren. Was? Es kommt die Einmeldung. Es gab Probleme mit dem Mikrofon und da sind die Rezensionen. Gefährlich. Das Mikrofon ist ohne Vorwarnung während des Ladevorgangs explodiert. Absolut gefährlich. Nicht für Kinder geeignet. Alter, das ist halt echt explodiert. Wie kann es sein, dass das Mikrofon explodiert? Bei uns ist es noch kalt! Oder? Ich hab das Gefühl... Okay, nächstes Geschenk für mich. Und es nennt sich Brumm Brumm. Brumm Brumm. Ja, einmal Brum, mit einem Brum. M und einmal mit zwei M. Okay. Ich glaube, der Santa Claus kann nicht so gut schreiben. Oh, da kommt es. Yeah! Nice. Dankeschön, Weihnachtsmann. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Oh, Alter. Oha. Was für eine Karre, Mann. Das ist der Double-Sided Stunter. Dafür brauchen wir mehr Platz. Ach. Okay. So, gucken wir mal, was das Ding hier drauf hat. Yeah! Oh. Bedienungsanleitung sogar. Auf komplett Chinesisch oder Japanisch. Oha, das ist nicht ein Auto, der hat so Ketten. Das ist ein Transformers. Der hat so Ketten. Alter, voll geil. Alter, sind das viele Batterien. Okay, zwei nur, gell? Okay. Zack. Einmal die hier rein. Und einmal zack. Einmal die hier. Alter, das nenne ich mal ein Batterienfach, ey. Rück drauf da! Hier. Oh mein Gott. Oh, es leuchtet. Also, okay. Lenken. Oh mein Gott, es fährt wirklich. Ey. Oh mein Gott. Wenn ich den linken benutze, dann fährt er nur mit dem linken. Und wenn ich den rechten benutze... Ah, krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Warte, lass mal über irgendein Hindernis fahren. Ja, warte mal, gib dir mal irgendwas. Ja, genau. Die, aber du musst die festhalten. Warte, ich muss den erstmal drehen. Manövrieren. So. Ja, oh mein Gott. Ja, ja. Oh mein Gott. Schön. Geht der nach vorne? Ja. Geht der auch nach vorne? Okay. Go! Ah, fast! Okay, also ich glaube. Nicht alles. Ich glaube, das ist auch eher zum Stunt machen. Oh, oh, oh. Oh! Was ist da jetzt passiert? Du hast ihn runtergefahren. Das ist passiert. Nächstes Geschenk und nächstes Glück. Meine Damen und Herren, das geht weit. Hör auf, nimm ein Geschenk. Was haben wir da? Du solltest mehr auf dich aufpassen. Oh, oh. Was bedeutet nur das? Das da kommt es! Komm! Ach so. Au! Oh! Lachen ist die beste Medizin. Happy Birthday? Ein echter Verbandskoffer. Happy Birthday? Happy Birthday! Also, es ist ein Erste-Hilfe-Set. Was ist da jetzt genau drin? Oh! Einfach Tabletten. Medikamente. Anti-Idiotikum. Anti-Idiotikum, davon solltest du am meisten nehmen. Ey, das sind Kaugummis. Ah, das sind so Spaßmedikamente. Alter, wie verrückt. Schlafodosin habe ich hier. Das sind so Pfefferminz-Drops. Soll wahrscheinlich so ein Schlafmittel sein. Das sieht voll echt aus, das gell? Das sieht echt richtig aus wie so echte Medikamenten. Hier steht drauf, vom Pechvogel zum Glückskeks. Also ich habe hier die Ibo-Bärenstark. Und die Ibo-Bärenstark sind einfach nur Gummibärchen. Wow. Oder? Ach, das sind Glückskekse. Oh mein Gott, das ist einfach nur Haribos drin. What? Hier sind Glückskekse drin. Ach, da... Oh, wie viele. Ja, Alter. Hier steht, glücklich ist, der vergisst nicht, was zu ändern ist. Voll der Müll. Ich habe hier, komm runter. Was ist da drin? Ah, hier ist einfach nur Tee drin. Relax. Oh mein Tee. Gott. Snickers, was, wo war das drin? Diva Edition. Ah, die Diva Edition, da waren Snickers drin, na klar. Und hier ist noch eins, hast du das schon aufgemacht? Nee. Absolutus Nixicus. Ach so. Ach so. Da ist nichts drin. Aber wie drin. Schlau einfach, dass die einfach nichts verkaufen. Absolutus Nixicus. Wow. Das war ein cooles Geschenk. Jetzt bin ich dran. Ich bin am dumm. Strand. Und dumm. Dumm und am Strand ist das nächste Geschenk, was uns hier an Weihnachten erwartet. Und da kommt es! Ja! Was bedeutet das? Oh! Kinetischer Sand! Oh, das ist richtig cool. Hä, ist das einfach Sand, mit dem man spielen kann? Glaube wow. Ich schon. Ich kenne das nur aus so ASMR-Videos, wo die das zerschneiden. Der kinetische Sand! Der kinetische Dann schauen wir mal. Sand. Was der chinesische... Was der chinesische Sand so kann. Nee, es kommt aus Kanada. Krass. Haben die da so einen Strand mit solchem Sand? Nimm, mach, schon. Mach raus. Ich mach das jetzt. Oh, und in der Tüte ist eine weitere Tüte. Oh. Oh mein Gott. Okay, wie funktioniert der jetzt? Guck mal, warte. Hä?
Bäh! Und guck mal, es bleibt gar kein Rest übrig. Der verläuft in meine Hand, oder ja, wie? Guck mal, auch wieder hier zerfällt. Guck mal, guckt euch das mal an. Guck mal, auch wieder hier an der Seite runterfällt. Guck mal. Siehst du das? Ja, hier, guck mal. Was? Was kann man mit so kinetischem Sand machen? Ich glaube, damit kannst du Formen machen. Guck mal, zum Beispiel so. Was ist jetzt damit einfach so ein Ball? Ein kinetischer Ball. Guck mal, wenn du das so auseinanderziehst. What? Was ist das für eine Chemie? Ich weiß nicht, ob wirklich so ist. Chemie? Habt ihr schon mal einen besseren Ball als den hier gesehen? Boah, das fühlt sich so geil an. Aber was passiert denn jetzt mit dem? Also ich habe den jetzt gerollt. Ich gebe ihm jetzt mal einen kleinen... Oh, guck mal. Jetzt hat er seine Dings verloren. Jetzt fällt er da tatsächlich auseinander. Das ist schon sehr geil. Guck mal. Alter, tatsächlich. Guck dir das mal an. Das wird er einfach so runterregnen. Ich werde jetzt eine Riesenkugel bauen. Guck mal, der bleibt nicht an den Händen kleben, ne? Der ist auch voll trocken irgendwie, gell? Voll gut. Meine Hände, die sind sauber, denn ich spiele nur mit kinetischem Sand. Achtung. Oh mein Gott. Einfach gerade abgeschnitten, gell? Schneid den mal in der Mitte auf. Oh mein Gott. Oh doch, er geht auseinander. Guck mal, wie krank das ist. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Alter, der fällt mir gerade komplett auseinander. Wir machen jetzt mal ASMR. Ja genau, mach mal einen großen Ball. Hier, der auch noch. Ich mach jetzt so ein... mit dem Ding da. Willst du eine Scheibe haben, ne? Und... Achtung. Psst. Alter, den kann man echt schneiden, gell? Gebt euch, Leute. Alter, wie mein clean. Gott, was? Guck mal so. Machst ein perfektes Viereck. Boah, krass, Mann. Guck mal, ein richtiges Viereck. Und was passiert, wenn man den jetzt auseinanderzieht? Sieht schon komisch aus, als wären das wirklich so Fäden. Ja, gell, aber der ist trotzdem so interessant. Oh Gott, okay. Warte, hör auf, ich will da nochmal reingreifen. Nein, darfst du nicht. Oh, bitte aufräumen! Noch einmal, nein, jetzt kommt das letzte Geschenk. Eine Reise ins Universum. Da kommt das! Eine Reise ins Universum. Focus. Eine Reise ins Universum. Das macht man mit Beanie dem... Beanie Head. Hä? Das ist eine... Was ist das? Das ist eine Mütze. Das ist für Musik. Ach, das ist ein Musikmützending. Zieh's mal an, yo. Ach so, mit der Mütze kann man gleichzeitig auch Musik hören. Ganz komisches Interface. Oh, ich höre was. Laber nicht. Mach nochmal. Auf. Aber wahrscheinlich ist das mit Bluetooth. Aber wie schaltet man den ein? BT1. Ich glaube, das ist es. Das ist er wahrscheinlich. Ey, ich verbinde dich einfach gerade mit deiner Mütze. Bist du da? Ich hab was gehört. Ja, okay. Ich bin verbunden. Okay, willst du jetzt hören? Mach mal Taube an. Soll ich mal Taube reinmachen? Ja. Okay. Kannst du was hören? Warte. Ja, ich höre es jetzt, Oh mein Gott, mein Handy. Guck dir das mal an, was mit meinem Handy passiert. Ich höre es. Ich gucke gerade ein Video von Lars. Mir. Ist ganz leise. Junge, Leute, ihr müsst euch unbedingt an Weihnachten Taube anhören. Ich will auch mal tragen. Ich glaube, man muss sie so tragen. Ja, du musst sie so rumtragen. Hä, hey, das ist saugeil. Ich will auch mal. Das ist mega cool. Hey, das ist so, als ob du Kopfhörer tragen würdest. Ja, Mann. Hier, gönnt euch das, Leute. Pick, macht die Taube. Yeah. Pick, also, ich habe keine Ahnung, was das mit Universum zu tun hat, aber wird wahrscheinlich schon richtig gewesen sein. Warum kauft man sich nicht einfach Kopfhörer und Dings? Man weiß es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass das letzte Tischvideo für dieses Jahr war. Es war uns mal wieder eine Ehre, für euch Videos zu machen. Vielen Dank und allen von euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten und was auch immer ihr da draußen Ostern, feiert. Leute, wir wünschen euch was. Wir werden nächstes Jahr noch mehr uns ins Zeug legen und noch mehr coole Sachen machen. Deswegen bleibt gespannt. Yeah, Friends. Haut rein. Tschüss. Ciao.